Oder von meiner Lieblingsreisegruppe, den Musical-Reisenden. Kennt man das immer auf dem Weg nach Hamburg? Der südhessische Landfrauenverein auf dem Weg zum König der Löwen. Man kann diese Frauen ja immer schon sehr leicht erkennen am Bahnsteig. An den Allwetterjacken von Tchibo. Haben alle an. Und man weiß, zu Hause sitzt ein Mann, der hat die gleiche Jacke. Im Abteil kann man die Frauen natürlich auch sehr leicht erkennen. Natürlich kistenweise Sekt, Berge von Nahrungsmitteln. Und ich frage mich immer, wie kann man das innerhalb von 4 Stunden alles verzehren? Dann sieht man aber die umsitzenden Landfrauenkörper. Und man denkt sich, geht. Ich saß neulich hinter so einer Gruppe, deswegen komme ich überhaupt auf diese Idee. Eine südhessische Landfrauengruppe direkt vor mir. Ich habe im Prinzip 2 Stunden permanent mitgeschrieben. Großartige Gespräche. Hey Rita, sage mal, König der Löwen, um was geht's denn da eigentlich? Ich kenne ja nur Starlight Express. Ein König der Löwen, das ist im Prinzip wie Starlight Express, nur ohne Rollschuh. Aber es wurde natürlich auch gegessen und getrunken und auch hier habe ich weitergeschrieben. Hier, Rita, willst du auch einen Hugo? Was? Ein Hugo? Was denn das? Ein Hugo? Kenn ich nicht. Klar kennst du Hugo? Nee, kenn ich nicht. Klar kennst du Hugo? Nee, kenn ich nicht. Und ich dachte mir nur, herzlich willkommen bei der Sendung Streit ohne Argumente. Aber auch irgendwann nahm dieses Gespräch eine schöne Wendung. Ein Hugo, das ist im Prinzip Sekt mit so Polundersirup. Ach so, Aperol Spritz. Genau, Aperol Spritz. Kann man auch Hugo dazu sagen. Großartig. Großartige Gespräche. Toll.